Herzlich willkommen zu smartphoneentdecken.de. Hier lernen Sie alles über Ihr Smartphone mit Ihrem Smartphone. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich führe Sie heute ein wenig durch unsere Website. Im Projekt Smartphone entdecken beschäftigen wir uns mit wichtigen Themen der Digitalisierung anhand der eigenen Smartphone-Nutzung und haben hierfür unterschiedliche Lerninhalte und Materialien produziert. Im Bereich Videowissen finden Sie informative Videos rund um die Bedienung Ihres Smartphones. Getrennt für Einsteiger und Fortgeschrittene behandeln diese Videos Themen über die Grundeinstellung eines Smartphones, die ersten Einstellungen, die grundlegende Bedienung bis hin zu Zugriffsrechten, Tracking, Big Data und auch rechtlichen Themen, die uns beschäftigen, sobald wir anfangen, kreativ mit einem Smartphone zu werben. Sind Sie eher der Mensch, der lieber Texte liest, statt sich Videos anzuschauen? Für Sie haben wir im Bereich Textwissen begleitende Texte zu den Videos produziert, die Sie sich in aller Ruhe auf Ihrem Smartphone, Ihrem Tablet oder auch am Computer ansehen können. Im Bereich Audiowissen geht es um eine Grundhaltung der Digitalisierung gegenüber. Haben Sie sich schon mal gefragt, was Sie eigentlich von dieser ganzen Entwicklung halten? Um sich eine eigene Haltung zu entwickeln, hilft es manchmal, sich auch die Meinung von anderen Personen anzuhören, die sich schon länger damit beschäftigt haben. Wir haben aus diesem Grund mehrere Menschen aus dem Bereich Kirche, Bildung und Kultur zu diesem Thema befragt und stellen diese Interviews im Bereich Audiowissen zur Verfügung. Ihre Meinung, darum geht es auch im letzten Bereich. Es gibt viele Themen im Bereich der Digitalisierung, wo es kein richtig oder falsch, kein Ja oder Nein gibt, sondern wo es sich um eine Ansichtssache handelt, wo es Meinungen gibt, die aufeinandertreffen. Wir haben unterschiedliche Szenarien konstruiert, die aber sehr alltäglich sind und bitten Sie, sich einfach mit Ihrer Meinung zu beteiligen. Smartphone entdecken findet aber nicht nur hier im Internet statt. Auch vor Ort an 6 Projektstandorten bieten wir in der zweiten Jahreshälfte 2019 insgesamt 18 Veranstaltungen an. Die Standorte und die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden Sie hier in der Seitennavigation unter Standorte. Zudem gibt es eine längere Online-Phase mit zahlreichen Webinaren zu sehr informativen Themen, die Sie im Webinarkalender abrufen können. Wir laden Sie ein, sich aktiv bei diesen Webinaren zu beteiligen und teilzunehmen. Die Webinare werden aufgezeichnet und stehen Ihnen auch zur späteren Ansicht in der Mediathek zur Verfügung. Im Bereich der Hilfe und der FAQ haben wir Ihnen nochmal so die häufigsten Fragen rund um unser Projekt aufgelistet. Wenn Sie hier mit Ihrem Anliegen nicht fündig werden, können Sie sich gerne mit mir über den Kontaktbutton oder über meine Anschrift im Impressum in Verbindung setzen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, viel Spaß. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich beteiligen und dass Sie hier möglichst viel Wissen aus diesem Projekt herausziehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir uns vielleicht bei einem oder anderen der Webinare wiedersehen. Machen Sie es gut!